Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch nochmal einen richtig nicen RP-Glitch zeigen. Das Ganze machen wir mit den Peyote-Pflanzen, die jetzt Rockstar Games wieder ins Spiel gebracht haben, mit der aktuellen Eventwoche. Leider geht der Glitch nicht solo, ihr braucht dafür entweder einen Freund oder ihr macht das Ganze mit irgendeinem Random in der Open Lobby, aber dazu kommen wir auf jeden Fall gleich. Begibt euch zunächst auf jeden Fall zu irgendeiner Peyote-Pflanze, wenn ihr es nicht wisst, wo sich eine befindet, begibt euch einfach zu diesem Ort auf der Map, wo ich mich gerade befinde. Und wenn ihr jetzt keinen Freund habt, mit dem ihr es machen könnt, dann versucht es einfach in eine Open Lobby. Ihr müsst einfach in irgendeine Open Lobby reingehen, dann geht ihr auf Online, dann geht ihr auf Spieler und dort müsst ihr dann irgendeinen Spieler finden, dem ihr beitreten könnt. Ihr müsst dann irgendeinen Spieler finden, der sich einem Job befindet. Und ja, wenn ihr dort in der Open Lobby einen Spieler dann gefunden habt, den ihr beitreten könnt, dann könnt ihr den Glitch auch ganz einfach dann mit ihm in der Open Lobby machen. Ansonsten macht das Ganze dann einfach dann mit irgendeinem Freund. So, wir begeben uns einfach zur Peyote-Pflanze hin, sodass wir die Meldung bekommen oben links, dass wir die fressen können. Wir gehen dann jetzt auf Options, auf Online, auf Spieler. Gehen dann auf unseren Freund, Spiel beitreten. Sobald wir jetzt die Meldung bekommen, drücken wir jetzt Steuerkreuz nach rechts und bestätigen die Meldung dann sofort. Wir werden dann in ein Jobmenü reingeladen von unserem Freund. Anschließend werden wir jetzt so einen milchigen, verglitschten Hintergrund bekommen. Wir müssen jetzt einmal abwarten, bis der wieder verschwindet. Und erst dann verlassen wir den Job wieder. Als nächstes werden wir jetzt wieder in der Lobby spawnen, und zwar als Hase. Das, was wir jetzt machen, ist, wir gehen jetzt auf Options, auf Online, auf Jobs. Job spielen von Rockstar erstellt und starten einfach irgendeine Mission. Im Jobmenü angekommen, können wir den auch direkt wieder verlassen. Und jetzt in der Lobby angekommen, werdet ihr sehen, dass wir jetzt die ersten 5000 RP bekommen haben. Könnt ihr so mal schnell noch einen zweiten Durchgang machen. Ihr seht, mein Level ist ungefähr halb voll, bisschen weniger als die Hälfte voll. Wir gehen jetzt wieder auf Options, auf Online, auf Spieler. Gehen dann wieder auf unseren Freund, Spiel beitreten. Sobald jetzt wieder die Meldung kommt, Steuerkreuz nach rechts drücken, die Meldung dann sofort bestätigen. Anschließend werden wir wieder in den Job von unserem Freund reingeladen. Wir werden dann wieder so einen verglitschten, milchigen Hintergrund bekommen. Einmal abwarten, bis der wieder verschwindet. Anschließend können wir den Job dann wieder verlassen. Wir werden dann wieder als Hase spawnen. Wir gehen dann wieder auf Options, auf Online, auf Job, Job spielen von Rockstar erstellt, starten wieder irgendeine Mission. Dort im Jobmenü angekommen, können wir den auch direkt wieder verlassen. Und ihr werdet sehen, wir haben jetzt wieder die nächsten 5000 RP bekommen. Und das könnt ihr jetzt dann die ganze Zeit durchgehend weiterhin machen. Und Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.